Jo, hallo und herzlich willkommen. Ja, letzte Runde, letzte Folge haben wir hier ein bisschen eine Operation am offenen After gemacht, was sehr interessant war. Da haben wir ein paar nette Waffen bekommen. Und ich glaube, hier außenrum gibt es nicht wirklich was zu looten. Wir haben ja genug bekommen. Hui, 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 hui. So. Ah, genau. Auto. Dann, tadam. 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 Ja. Hi. Seid meinem Hey. Silence. Entschuldigung. Dann schaue ich mal kurz in den Kühlschrank. Oh, naja, 50. Noch ein Kühlschrank. Und da war nichts. Gehörst du zu diesen KDK-Spinnern oder was? Keine Sorge, Kumpel! Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern! Cool, cool, super cool. Kann ich diesen Hut haben oder... Oh nein, nein! Ich könnte mich nie davon trennen! Jetzt nicht! Du musst erst die Schüsseln zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören! Sie senden Stimmen in mein Gehirn! Du hast den Mann gehört! Zerstöre diese Sendeschüssel! Ich brauche diesen Hut! Okay, mache ich. Wieso bekommt man hier nur Schrotflinten? Und keine Gatling oder Sniper oder sowas? Was macht er da? Der dreiste Bastard von... Ja, jetzt hör auf, dir... ja. Hat Fauxen Unterhose geklaut. Hey, Kammerjäger! So ein Bandit hat das Undenkbare getan. Er hat mir meine Unterhosen gestohlen. Meine originalen Hyperion Red Bars. Weißt du, wie schwer es hier unten ist, an die Dinger ranzukommen? Erledige ihn grausam. Was ist nur los hier? Warte. Gut. Genau, das ist jetzt das mit den unteren Hosen. Wo ist denn das? Da ganz wollen. Okay, nee, das mache ich nicht. Das mache ich danach. Ah, ist sowieso dahin. Okay, alles klar. Hui.
so Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Death Cars, endlosen Fleischvorräten und Blutsaugen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also, ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Ja, dafür bräuchte man einen 20-Pack. 18 mindestens. Mein Clan hat mich verraten, aber wenn die Kalypsos meinen Sonnenkloppern etwas antun, wird das hier zur Blutfehde. Und das wäre klasse. Ich war lange nicht mehr in eine gute, altmodische Blutfehde verwickelt. Das wird toll. Was zum Henker. Du bist jetzt im Hotdog-Geschäft. Leuchtfeuer der kulinarischen Welt. Gratuliere. Skag Dogs. Keiner weiß, was drin ist, aber alle wollen sie. Zumindest war das mal so. Jetzt wollen die Leute echtes Skagfleisch und extravagante Beilagen. Es gibt ein paar Kaktusfrüchte, die der Masse munden werden. Sie verleihen meinen Dogs eine scharfe Note und überdecken den Nachgeschmack. Ernte ein paar dieser saftigen Kakteen und ich bezahle dich. Du brauchst eine Spezialwaffe für die Ernte dieser Kakteen. Ich nenne sie den Big Kack. Wenn man damit Kakteen erntet, ich bin Koch, kein Namensgeber. Ich gehörte mal zum kulinarischen Adel. Dann hat ein Konkurrent das Gerücht verbreitet, dass meine Skag Dogs voller Smegma und Fußnägel seien. Und sicher, das mag im Prinzip stimmen, aber man verrät nie das Geheimrezept eines Kochs. Darauf steht die Todesstrafe. Mein kulinarisches Imperium ist zusammengebrochen und ich habe den Namen geändert. Bis jetzt. Ja, okay. Gut. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja. Hier gibt's zu viele Beute. Kisten. Das war schon cool. Straße zum Aufstieg. Hingeflogen da. Ah.
Ah, das ist auch so ein Ding. Scheiße, ich bekomme den nicht. Scheiße, ich bin nicht bekommen. Doch! Oh. Nein, lade nach. Scheiße, ich bin... Oh. Ich dachte, das wäre hier so ein Golem. Deswegen wollte ich den jetzt erwischen. Dumm. Egal. Achso. Silber, ihr habt mich getötet. Ich brauche mehr Munition. Also ein größeres Magazin. Meine beiden Waffen sind so low in, also haben nicht viel Magazin. Jetzt lass mich doch mal looten. Komm schon, Klappschwänze. Ich will doch nur looten. Spürt unsere Macht. So. Fertig? Fertig. So, ich habe schon wieder zu viel im Petto. 60, 50. 40. Entschuldigung. Fallen lassen bitte. Dann das da gibt's auch nur 54. Fallen lassen. Das gibt schon ein bisschen mehr.
das. Hallo? 50, 45, 46. Warte, wie viel haben wir? Oh. So. Dann können wir das da auch rausschmeißen. So. Gut, dann holen wir uns mal diese da. Auf Level 7. Verdammt. Auch auf Level 7. Aber wir haben ein paar Level 6er, die wir jetzt benutzen könnten. Warte, das switch ich mal kurz. Hier habe ich 9 Schaden gerade. Sieben. Can't you see? Okay. Aber der da ist, glaube ich, momentan besser. Das ist lustig. Also, die Waffe ist lustig. Also, das ist der grüne Laser. Den fände ich cool. So, gut, dann geht's mal weiter mit den heiligen Rundfunksdings. Dings da, Bums da. Wie komme ich da rein? Ah, vielleicht so. Oh, ich habe keine hier. Der hat ja noch was gesagt, der kleine Junge. Habe ich gar nicht aufgepasst. So. Ah. Boing. Hallo. Ist hier jemand? Warte. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Okay. Unterstützt Läden in der Region. Verkauft bei Marcus. Sehr schön. So, ich habe wieder einen Skill. So, dann würde ich sagen. So, ja, Treibstoff ist ganz gut. Indirekten Schaden, was das weiß ich nicht ganz, was sie meinen. Okay, das ist auch cool. Das ist geil. Bleibt er für kurze Zeit im Einsatz. Das ist cool. Das erinnert mich ein bisschen an Tibbers und League of Legends. Also, die Annie. Gut, wo muss ich hin? Da ganz hinten. Alter Schwede. Gut, ich würde sagen, machen wir dieses Mal eine kleine Runde. Also, nein. Nur eine kurze Runde, also nur 20 Minuten. Und 33, das brauche ich nicht. Und dafür wird dann nächste Runde länger. Und wir schauen uns an, was jetzt. Also ich dachte, man kommt schneller jetzt an den Rundfunkding, aber das wäre ja ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Gut. Loot. Ich loote mal währenddessen noch.
Ich höre das gar nicht, warte mal. Option, Sounds. Ist eigentlich alles auf, Kann ich den mitnehmen? Nee. Gut, also, sorry, jetzt hat, ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ja, ich glaube, das ist's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye. Tschüss.